So, Sven, also jetzt extra nochmal für dich. Der Bounty Hunter Kodex. Jetzt probiere ich mal, das irgendwie hier einzuklemmen. Denn ich hoffe. Oh Gott. Ich hoffe, das sieht man. Erstmal drehen. Okay, warum auch immer das gerade so ein. Hoppla. Ja, also es gibt hier Trara Trara. So, dann wie gesagt diese komische Karte hier, wo man auch jede x-beliebige EC-Karte oder ADAC-Karte, halt alles, was so dünn ist, wie so eine ja, Payback-Karte, keine Ahnung, du steckst das halt hier unten rein. Das kannst du nicht mal weit reinschieben, das ist wirklich nur so ein Kontakt. Also das, man merkt das auch. Ja, und dann geht es jetzt halt ganz langsam, langsam, langsam nach oben. Ne? Zack. Dann drehen wir hier das Ganze mal. So. So, dann, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das da jetzt genau ist. Ich habe es ja noch nicht angeguckt. Ja, muss ich mir bei Zeiten mal genauer angucken, was es damit auf sich hat. Also es ist irgendwie ein Beweisreport und dass die Slave One im Orbit von Tatooine gesichtet wurde und ach nee, halt, das ist ja, das ist die Beweissicherung, dass die Slave One, wie gesagt, im Orbit von Tatooine gesichtet wurde oder gefunden wurde und dieser Kodex halt dann an Bord gefunden wurde. So, dann, wie gesagt, hier ist der Bounty Hunter Code drinne. Hier diese obskure File aus Angriff der Klonkrieger, den man ja von Jango Fett kennt. Na, zack, so, kommt hier wieder rein. Dann der Bounty Hunter Codex selber. Mit einer ja, ID-Karte von Boba Fett. Also warum auch immer oder was es damit auf sich hat. Dann ist hier ein Steckbrief von Han Solo und von Chewie. 250.000 Credits ausgestellt von Palpatine. Hier das Ganze nochmal in Ora Bash. Und hier halt in Basic-Schrift. Ja. Ich habe noch gar nicht reinguckt, was da sonst noch so für Gimmicks drin sind. Ach, hier gucken wir mal. Hier ist noch irgendwas. Eine Registrierkarte von der Slave One. Ja. Wie gesagt, ich habe das Ding mir noch nicht wirklich richtig durchgeguckt. Es ist auf jeden Fall schön bebildert, alles richtig schick. Das ist, was ist das hier? Das ist die Karte für die Slave One, für die Bewaffnung. Ja, und dann halt allen möglichen, ne, halt das Übliche, diese ganzen Sachhinweise aus dem Sachbüchern halt. Ja, dann hier wie gesagt das, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, das von Bosks Vater mit der von Cadosx, dem Kopf der Kopfgeldjäger-Gilde, Making a Killing. Also ich gehe davon aus, dass es darum geht. Einen Klappentext gibt es nicht, wie es halt oder wie man halt vernünftig eine Kopfgeldjagd aufzieht. Und dann hier diese Widmung, ne, für meinen Sohn Bosk durchgestrichen, für Boba Fett, ich wünschte, du wärst mein Sohn gewesen, Cadosx. Und dann halt auch so ein, ja, so ein Handbuch praktisch mit kleinen Infos und Markierungen hier von Boba Fett, wo er halt irgendwelche Passagen ja, markiert hat und alles. Na, warum auch immer. Ja, das war halt der Bounty Hunter Code. Ich weiß, das ist ein bisschen verwackelt. Ich sollte vielleicht das nächste Mal ein Video machen, mit einem Stativ oder sowas. Ja, Deckel ganz normal drauf. Und
hier wieder zu. Ja, und das war's eigentlich, ne?